So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Limi. Und wir legen auch gleich los, diesmal nicht am Spawn, sondern diesmal auf ein Schiff. Und was habe ich so in letzter Zeit gemacht? Man sieht, ich habe schon ein bisschen weitergebaut. Sieht man das? Stimmt, ja. Ich glaube, das letzte Mal Folge war hier das Ding noch nicht fertig. Ich habe es auf jeden Fall hier weitergebaut. Es ist natürlich auch zweietagig, jetzt hier oben auch noch was. Ach stimmt, das haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge auch alles gemacht, aber ja. Nicht großartig neu. Ich glaube, mein Lager ist aber neu, oder? Mein Lager? Auf jeden Fall habe ich hier... Das ist schon gebaut. Ich weiß nicht, ob das neu ist jetzt. Das habe ich gar nicht im Sinn. Ja, ich bin auch gerade noch ein bisschen früh am Aufstehen. Hier habe ich auch einen kleinen Armor-Stand mit meiner Rüstung dran. Die aber auch schon halb kaputt ist. Ah, die hat doch krasse Enchantments drauf, aber trotzdem halb kaputt. Kann ich ja vielleicht mal auf ein Dings packen. Auf ein Dings auf jeden Fall. Was ich brauche hier erstmal... Ich will jetzt nämlich wieder auf Farmen gehen. Ich habe nämlich schon einiges zusammengefahren. Man sieht hier, ich habe da ein bisschen Stuff... Hier Haufen Holz habe ich mir gefarmt, ein bisschen Steine habe ich mir gefarmt, ein bisschen anderes Stuff, Materialien habe ich noch nicht so viel, muss auch noch sammeln. Und hier Eisen habe ich, Angro, 6 Diamanten habe ich, ein bisschen Kohle, Lapis, Redstone. Also in der Hinsicht bin ich eigentlich recht gut versorgt. Eisen brauche ich so schnell gar nicht, aber jetzt brauche ich es mal. Und zwar will ich mir mal eine neue Rüstung machen, weil wie gesagt, meine alte ist schon halb kaputt und das ist natürlich auch doof. Deswegen mache ich mir meine neue. Die werde ich mir dann auch gleich enchanten. Neu. Denn Enchantments kosten ja eigentlich relativ wenig. Level und so. Hey, Eisen, komm her. So, was ich dann noch brauche, ist eine neue Spitzhacke. Brauche ich auf jeden Fall auch. Die Axt kann ich eigentlich wegpacken. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Habe ich jetzt keine Schuhe? Ja, tatsächlich habe ich keine Schuhe mit an. Das ist ja mal die Art typisch von mir. Der aber typisch. Aber jetzt habe ich natürlich vergessen, die Zeit mit anzumachen. Ach, egal. Wir müssen uns einfach nur merken, 20 Minuten, das heißt in so ungefähr. Ja, gut. Jetzt bin ich so ungefähr nicht fertig, wenn es kann sein, dass die Folge vielleicht ein bisschen länger oder kürzer wird. Ich denke mal, sie wird länger werden. Aber ist doch nicht so schlimm. So, was brauche ich noch? Ich brauche eine neue Spitzhacke. So, up, fuck. Ja, noch machen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dann packe ich das alles, was ich nicht mehr brauche. Also Axt, das. Ja, das unnötige Stuff hier. Das. Stickies brauche ich noch welche. Das heißt, ich behalte mal im Inventar. Wassereimer braucht man immer. Fackeln braucht man immer. Essen braucht man immer. Holz kann ich wegpacken. Zumindest das, was ich nicht brauche. Fichtenholz, so die 51 Holzbretter kann ich eigentlich noch mitnehmen. Hat er nicht. Oh. Da war gerade mal Anissa. So, ich nehme immer noch allein auf, aus dem Grund, da ich momentan noch nicht so sehr jemanden gefunden habe, mit dem ich aufnehme, aber das wird sich wohl vielleicht bald ändern, weil es kommen auch noch ein paar neue dazu, es werden auch noch, sind auch noch ein paar da, die man jetzt auch neulich erst begegnet ist, also ja, wird auf jeden Fall noch was kommen. Zudem nehme ich auch gerade sehr früh auf, denn ich habe gerade erste 2 Stunden Auswahl gehabt in der Schule, deshalb kann ich jetzt auch perfekt. Ich weiß, brauche ich Stickies. So. Kann ich jetzt auch perfekt aufnehmen. Was ich jetzt machen werde, ist eigentlich einfach nur ein bisschen Zeug farmen. Ich hätte gerne noch ein paar Diamanten. Vielleicht sowas wie Gold und sowas kann man ja vielleicht noch farmen. Kohle kann man immer farmen. Braucht man immer. So, ich habe 2 Spitzhacken, das sollte reichen. Das. Zum Preis erstmal hoch, weil hier muss ich sowieso noch enchanten. So, die Stickies kann ich eigentlich wegpacken, die brauche ich sowieso nicht mehr. Dann gehen wir noch mal kurz Lapis mit. Dann gehen wir mal slash Sbobben. Ja, man kann sich ziemlich schnell hier hin und her porten. Deswegen, ich könnte jetzt auch einfach wieder slash machen, dann bin ich wieder zu Hause, das zeige ich aber gleich. So, als erstes will ich meine... Ah, klar. So, Feuerschutz. Ja, wenn das bei dem Feuerschutz kommt, dann nehme ich einfach Feuerschutz, genau. So, Rüstung, Haltbarkeit, Schutzsicher. Schutzsicher ist gut. Schutzsicher. Schutz, Feuerschutz, Schutz. Okay. Und das Schutzsicher 2. Krass. Plus Haltbarkeit, das ist gut. Das heißt, wir haben Haltbarkeit und Schutzsicher, Feuerschutz, Schutzsicher und Schutz. Alles möglich. Und hier, mal gucken wir mal mein Schwert an. Haltbarkeit 2, Band 2, Rückstoß 1 und Verbrennung 2. Aber alles, aber keine Schärfe. Das ist wieder so richtig typisch, ey. So. Jetzt muss ich nochmal slash home machen. Und mich dann... Ah, jetzt habe ich fast schon vergessen, was ich noch machen wollte.
Ich Genius Maximus. So. Meine Spitzhacke wollte ich natürlich auch noch entscharten. Glück oder Effizienz 2. Glücksspitzhacke ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für Diamanten. Dann noch Effizienz 1. Naja. Hätte ich vielleicht gerne. Machen wir mal Home. Slash Home. Ich glaube, ich werde sowieso noch mehr Spitzhacken verbrauchen, deswegen. Boah, falsch rum. Deswegen gehen wir mal darauf ein, dass wir ein bisschen mehr zu verschwenden haben. So. Ich war, wie gesagt, schon bereits auf einer relativ ausführlichen Höhenfuhr, deswegen habe ich auch so viel Eisen. Auch ein bisschen Atemstuff gelootet. Haufen geiles Zeug. Werde ich auch gleich mal was zeigen, was richtig cool ist. Aber auf jeden Fall erstmal. Eins, zwei. Na okay, vier sollten reichen. Wupp. Wupp. Materialien, Eisen. Und so, jetzt machen wir slash spawn wieder. So, dann gehen wir wieder zum Enchantment Table, der nicht hier war. Wo war denn? Ach, da hinten war er. Mit dem Texture Pack sieht alles so geil aus, aber auch total unübersichtlich, sich hier zurechtzufinden. So, haben wir Effizienz 1. Kann ich ja vielleicht zusammencraften. Effizienz 2. Haltbarkeit 2. Krass. Jetzt muss ich mal wieder Slash Home. So, Lapis kann ich jetzt wegpacken, brauche ich ja nicht mehr. So, sonst habe ich eigentlich da. Ich habe Holz mit, ich habe Spitzhacken mit. Okay, dann packe ich einfach jetzt das Lapis wieder in die Kiste rein. Immer schön hier, schön geordnet. Ich könnte jetzt einfach alles reinschmeißen, dann wäre es total unordentlich, aber ich will es schön geordnet haben, damit ich weiß, wo was ist. Das ist immer praktisch. Und. So, ich wollte jetzt gerade wieder Slash Spawn machen, aber es ist noch falsch. Ich muss noch was zeigen. Unsere Demo hier noch was machen. So, wir gehen jetzt hier hoch und dann sehen wir hier eine Jukebox mit einer CD drin, die ich mal kurz reinpacken will. Und es spielt Musik. So, dann habe ich hier meinen Amboss. Effizienz 1 plus Effizienz 1 ist Effizienz 2. Effizienz 2 plus Effizienz 2 kostet 8 Level. Na, leck mich do. Aber Haltbarkeit 2 und Effizienz 3 ist einfach so mega genial. Und Spitzhacke mit Glück ist auch genial. Aber es glaube ich eh gerade Nacht. Das heißt, ich könnte mir noch schnell zwei Level zusammenfarmen. Und dann hätte ich zwei dermaßen geile Spitzhacken. Die einen mit Glück, wo ich mir dann vielleicht bei Diamanten ein bisschen was verdienen kann. Man sieht, er brennt. So, Monster, wo seid ihr? Wow, es leckt gerade ein bisschen. Okay, Level 7 sind wir schon. Müssen wir den Schilder alle wieder einsammeln, das ist natürlich auch doof. Wieder wegpacken. Creeper! Ups, das war schlecht. Freakel! Easy peasy. So. Wow. Das war jetzt schlecht, weil es so gelackt hat. Wow. So. Monster, 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 wo seid ihr? Ey, sonst gehen die Monster immer so auf den Nerven. Jetzt, wo man so braucht, sind sie natürlich nicht da. Das ist schon wieder so typisch hier. So richtig asozial ist das. Na, guck mal her. Oh, ey. Da braucht man sie immer. Ich glaube, ich muss noch maximal zwei Viecher töten, dann habe ich mein 8-Level zusammen. Na, guck mal her. Das wäre geil, wenn ich die Glücksspitzhacke auch noch mit auf die andere Spitzhacke draufpacken könnte, aber das werde ich jetzt wohl nicht hinkriegen. Okay, komisches Geräusch. Aber es war kein Monster. Mensch. Vielleicht, wenn ich weiter rausgehe. Na klar. Uah. Jo. Klar. Scheiß Leck. Und Spinne. So, jetzt habe ich meine 8 Level zusammen. Jetzt mache ich Slash Home. Ess doch mal schnell was. Achso, ich habe voll. Okay, gut. Dann ist das Problem nur minderwertig. So. Sag mal. Was machen die schon wieder hier? So, Effizienz 2, Haltbarkeit 2. Und dann haben wir hier die Spitzhacke des Todes. Effizienz 2 und Haltbarkeit. Effizienz 3 und Haltbarkeit 2. So, die anderen Crab, den packe ich einfach mal, weil ich jetzt keine Lust habe, noch ewig zu warten, mal hier rein. Dann crafte ich mir noch schnell ein Boot. Weil wir höchstwahrscheinlich wieder im Ozean spawnen werden. Und dann kann es losgehen. So ungefähr
Vor Dutzenden Minuten. Sag mal. Wollen sie mich hier auf den Nerven gehen? Du Schweine. So, ich laufe jetzt nicht extra noch den Weg. Normalerweise würde ich jetzt einfach den Weg laufen, weil es so schön entspannt ist, lang zu laufen, aber ich mache jetzt einfach mal mit dem Trick Nummer 17 dieses leichtere etwas. So, wir werden losschwimmen, eine Höhle suchen und uns gleich in die Höhle reinbegeben. Ich will nicht großartig jetzt mich runterbauen, sondern lieber durch Höhlen latschen, weil das ist insgesamt leicht und ich muss jetzt auch nicht mehr so viele Steine farmen, dadurch gehen auch die Spitzhacken so schnell kaputt. Und ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine geile Spitzhacke mit Haltbarkeit 2, müsst ihr auch ziemlich lange überleben. Das heißt, das könnte das werden. Mein Schwert hat ja auch Haltbarkeit 2 und es ist schon ewig. Also es habe ich schon die letzten 5-6 Farmtouren gehabt. Ist nicht kaputt gegangen im Vergleich zu anderen Schwertern, die selbst eine Farmtour nicht überlebt haben. Ja, naja. So, hier ist Land. Hier ist Land. Okay, gut. Uah. Da ist Land. Das atypische Land, wo wir immer ankommen. Das heißt, wir schwimmen noch ein bisschen weiter. Weil hier ist sowieso nichts. Schwimmen wir mal die Küste ein bisschen entlang. Können wir ja auch mal machen. So schön entspannt, diese Langtriven. Ist ja nicht viel. So. Noch ein Stück. Das sind Schafe, aber brauche ich glaube ich auch gerade nicht mehr. Ich habe schon fast einen Stack. Wolle zusammen für meine Segel. Muss ich nur noch verbauen. Und dann habe ich das soweit fertig, meine Segel. Das ist auch cool. Und dann nimmt mein Schiff auch langsam in Form an. Aber jetzt will ich erstmal so ein bisschen selteneres Zeug farmen, wie halt Diamanten. Weil davon habe ich noch... Nein, mein Boot. Er steht noch. Ist ja krass. Es stand noch. Ohoho. Weißt du, was interessant ist? Ich habe es aus Fichtenholz gecraftet und raus kommt Eichenholz. Erklär mir das mal. Wer will mir das erklären? Hä? Ich crafte ein Schiff aus Fichtenholz und wenn es kaputt ist, ist auf einmal Eichenholz. Wir merken uns, wenn man einen Gegenstand verbraucht, also wenn man Fichtenholz verbraucht, wird es zu Eichenholz. Okay, das haben wir jetzt gelernt. Okay, gut. Das Feststellung. So, da hinten ist Lava. Was ist hier hinten? Vielleicht gehe ich mal ein bisschen runter. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen tiefer sein, weil ich sonst viel zu hoch bin. Ich sehe auf der Ebene vom Wasser. Wupp. Die Höhle sollte man auch eher am Flatland suchen. Aber hier ist ein bisschen doof, eine Höhle zu finden. Hier hat man schon so... Und hier habe ich mich das letzte Mal runtergebaut. Genau hier war das. Ich glaube, da unten war, glaube ich, ein Dungeon. Wollen wir da runtergehen? Können wir ja machen. Obwohl, da waren auch Höhlen gewesen. Da unten habe ich das letzte Mal meine 6 Diamanten gefunden gehabt. Ein Diamant hatte ich in der Kiste gefunden gehabt. Aber ich glaube, da unten war irgendwo mein... Hier habe ich mich das letzte Mal runtergebaut. Mit einer Effizienz 5 oder 4 Spitzhacke. Das ging super schnell hier runter und dann war sie kaputt. Hat sich so gar nicht gelohnt. Deswegen habe ich auch extra Haltbarkeit so. Jetzt auch die Haltbarkeit, die da drauf ist, richtig geil. Kann ich schön lange bauen. Auch wenn es nur Effizienz 3 ist. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen langsamer als halt, was ich da hatte. Aber trotzdem geil. So, hier ist die. Ach, krass. Tatsächlich. Wie geil. So, es gab aber auch irgendwie, glaube ich, auch noch irgendeine Richtung, wo ich noch nicht lang gegangen bin. Auf jeden Fall, man sieht schon, hier ist schon eigentlich. Hier müssten ja sonst Schienen sein, die habe ich alle schon abgebaut. Einfach weil geil und so. So, hier ist der Lavasee. Es könnte auch sein, dass hier irgendwo noch Schienen sind, die ich noch nicht abgebaut habe. Aus dem einfachen Grund, weil so viel Schienen kann kein Mensch verbrauchen. Ich habe mir auch extra hier, habe ich auch zum ersten Mal dran gedacht, mir immer ein Wasser einmal mitzunehmen, wenn ich in den Höhentun gehe. Einfach weil ich jetzt mindestens dreimal fast an der Lava vorbeigefallen bin. Deswegen ist es jetzt ein Muss, eine Pflicht. Kann ich jetzt mit der Glücksspitzhacke machen oder ich mache es mit der Dingsspitzhacke? Oh, das genau das meine ich. Auf einmal ist direkt neben ein Lava. Man sieht es nicht. Ich wäre jetzt fast, glaube ich, reingesprungen. Man sieht, es geht schön schnell. Wow. Könnte es mit der Glücksspitzhacke machen. Das heißt, ich würde vielleicht ein bisschen mehr ausgeben, aber ich will die, glaube ich, eher für Diamanten, Gold und sowas aufheben. Ich glaube mal, es könnte geil werden. So, dann bauen wir uns mal hier noch lang. Soll aber auch alles schön hell bleiben. So, hier schön hoch und hier noch ein bisschen Kohle sammeln. Kohle brauchen wir mal haufenweise, vor allem wenn man Eisen lootet und dann so 10.000 Eisen brennen muss. Und Kohle, naja, wie gesagt, Kohle braucht man immer. Denken wir noch mal nicht dran, aber Kohle braucht man immer.
Gibt es auch gleich noch Lapis. Lapis, Lapis, Lapis. Braucht man auch immer wegen Enchanten. Oh, geil. War ich hier schon? 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 Ich glaube ja, aber ich. Hier ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Eisen. Brauche ich zwar nicht unbedingt, aber ich nehme es mal mit. Bei Eisen habe ich, wie gesagt, schon ziemlich viel. Und, na gut, die Spitzhacke baut sich trotzdem ein bisschen ab, aber gut. Das hier ist auch Redstone, aber Redstone will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, weil ich habe schon so viel Redstone gesammelt. So, ich möchte es mal hier ein bisschen heller haben. Ich weiß auch nicht, im Video ist es meistens dann ja immer so, dass es wesentlich tausendmal Jahre dunkler ist. Deswegen mache ich hier lieber mal Fackeln hin. Hier ist schon wieder sehr dunkel. Lichtbug, aber ja, hier sind Fackeln an der Wand. Hier war ich schon. Sieht man mal. So. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mich schon wieder verlaufe. Naja, nicht ganz. Obwohl, bin ich jetzt schon wieder. Seht ihr das? Deluxe, 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 Deluxe. Oh, geil. Geil, geil, geil. Geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Jetzt packe ich meine Glücksspitzhacke aus. Oder? Wie viele Diamanten habe ich? Ein. Zwei Diamanten habe ich jetzt in einen. Wow. Sieben Diamanten. Das mit drei Blöcken, glaube ich. Wow. Alter, die Glücksspitzhacke. Neun. Oh. Junge. Alter. Hey, hier liegt noch ein Diamant. Zehn Diamanten habe ich schon. Wie geil. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Noch ein. 21 Diamanten. Das ist eine Fuldia-Rüstung. Mit den Diamanten, die ich auch noch zu Hause habe, ist das eine Fuldia-Rüstung. Krasser Scheiß. Richtig krass. Geil. Geil. So, das Eisen kann ich wieder normal bauen. Da brauche ich ja eh nicht mehr so viel. Da sieht man mal, die Glücksspitzhacke, die hat sich jetzt schon wieder so richtig bezahlt gemacht. Das war, oh, wie geil. Ich glaube, das waren insgesamt normalerweise vielleicht 10 oder so Blöcke. Jetzt habe ich einfach mal 21 Diamanten. Wie krass. Das Eisen nehme ich mal noch mit. Man weiß ja. Man kann es bestimmt nochmal irgendwann nie brauchen. Ich habe eh schon wieder 18 Eisen. Na gut, 18 Eisen ist eh nicht so viel, von daher. Das ist nicht so schlimm, wenn ich das mitnehme. Hier ist ein Emerald. Alter. Skelett. Hier bin ich auf dem Piss. Macht mir eh kaum Schaden, weil ich Schutz hier habe. Boah, die mich jetzt hier zusammenschießen. Ich bin so, dass man nie sieht, ob sie schießen oder so. Das ist wirklich dann immer so wie Pfeil aus nichts. Hier ist bestimmt wieder total dunkel, deswegen mache ich mal Licht an. Gehen wir mal hier lang. Oh, hier ist auch eine Kohle. Alter, 21. Oh, hallo. Easy peasy. Und eine Enderperle. So. 21 Diamanten, wie geil. Licht. Creeper, Creeper, Creeper. Leck. Leck, mega leck, was war denn das? Was war denn das? Alter, geht mir auf den Nerv. So, hier mache ich nochmal Licht an. Hab ich schon mal erwähnt, dass Fraps super toll ist? Ja, auf jeden Fall, diese Folge habe ich nochmal mit Fraps aufgenommen, weil es sich eigentlich fürs Aufnehmen relativ gut und schnell macht. Aber, ich glaube die Tonaufnahme ist auch diesmal normal, ich habe zur Sicherheit auch mit Audacity aufgenommen, das heißt ich kann das nachprüfen. Aber was wichtig ist, dass an dieser Stelle hier mir einfach das Bild weg ist. Ja, das ist schön. Aber es ist eigentlich nicht mehr viel passiert, wir haben einfach nur ein bisschen rumgelootet, ein bisschen Zeug gesucht. Die Tonspur müsste ich eigentlich zwar davon noch haben, aber die jetzt noch ranzuhängen ohne Video würde ich jetzt vielleicht ein bisschen komisch finden. Und ich sag mal, die Folge ist hier geendet, wir haben viele Diamanten gefunden, von daher denke ich, ist alles normal. Und ich denke mal, in den kommenden Folgen werde ich nicht mehr so dumme Fehler machen, auf jeden Fall. Das war's für diese Folge, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft, Limi. Ciao.